Mein heutiger Gast ist der drittbekannteste Johannes nach Johannes Paul I. und Johannes Paul II. Und er kann auch noch fantastisch singen. Ich fahr der Sonne hinterher. Des Jahres 2019. Die können nicht lügen. Hier ist der wunderbare Johannes Oerding. Bitte Platz. Ja, ja, ja. Weißt du, dass meine Mutter auch schon mal im Konzert von dir war? Ja. Ja, hat sie dir schon erzählt. Also ich fühle dich erstmal sehr, ich stelle mir gerade vor, meine Mutter kommt irgendwann einfach auf die Bühne und singt mit. Das ist selber Gänsehaut gerade. Aber ja, ja, ja. So haben wir das erste Mal kennengelernt. Da kamst du genau mit diesem Satz zu mir. Meine Mutter war mal auf dem Konzert von dir. Ja, ja, genau, so ist es. Ja. Und dann sagt sie mal, wie toll das alles ist. Und es ist ja eigentlich schön, dass ihr euch heute hier mal kennenlernt. Und dass sie noch jemand anders zum Reden hat. Das finde ich auch gut. Ja. So, also, schön, dass du da bist. Erstmal Danke. Herzlichen Glückwunsch, 2019 Hutträger des Jahres, habe ich gerade gesagt. Kriegt man da, wie läuft das? Kriegt man da so ein kleines goldenes Hütchen oder wie ist das? Genau so ist es tatsächlich. Ich habe aus Holz einen goldenen Hut bekommen. Ah, wirklich? Ja. Reine Vermutung. Goldlackierten Holzhut. Ja. Der wird dann vom Fachverband der... Hutträger. Nee, der Hut... wie sagt man? Fachhandel für Hutgeschäfte. Ja. Fachhandel für Hutgeschäfte, die Vereinigung, die hat mir den verliehen. Große ja. Ehre, ich habe nichts anderes bekommen jemals. Ja. Oder mich sehr stolz drauf. Das ist sehr gut. Naja gut, das heißt nichts anderes bekommen jemals. Du hast jetzt gerade eine extrem gut besuchte Tour hinter dir. Und das waren jetzt, wann waren die letzten Konzerte? Jetzt gerade erst, ne? Ja, letzte Woche war die letzte Rutsche. Und wie ist das dann? Ich stelle mir das dann so vor, wenn man in so einer... Ja, in so einer Art Systematik dann drin ist, ne? Kriegt man so morgens einen Zettel hingelegt, das musst du heute machen. Das ist ja als Musiker, wenn man den Soundcheck jetzt mal ausrechnet, hat man ja so wahnsinnig viel nicht zu tun am Tag. Man läuft auch viel durch so Städte, oder? Ich darf es gar nicht erzählen, ich lasse mittlerweile auch den Soundcheck manchmal aus. Was? Du kommst nur noch zum Konzert? Ja, weil irgendwie die Jungs haben das mittlerweile drauf, dann kommt meine Stimme vom Band. Ja. Das haben wir so eingefädelt. Ja, ja. Und ich kann mir die Stadt angucken. Ja, genau. Und dann ist man nämlich die ganze Zeit unterwegs. Dann kommt einer, gibt einem was zu essen. Ja. Und dann sagt man, hier schläfst du und so. Und wenn man sich so in die Luft setzt, kommt einer und schiebt einem so einen Stuhl runter. Ne? Das Schlimme ist, wenn man dann nach Hause kommt, ist da keiner mehr, der einen den Stuhl runterschiebt. Und das ist das Loch, in das man dann fällt. Exakt. Und darüber wollte ich nämlich sprechen. Dass ganz viele ikonische Musiker und Musikerinnen, ne, die man so für Götter hält und so, die kommen dann nach Hause und fragen, oh, Schuhe zu machen, wie ging das noch? Ne? Sondern so ganz normale Sachen, tatsächlich, die dann eine Zeit lang nicht stattgefunden haben, sind erstmal wieder schwer, oder wie ist das? Schlimmste ist die Stille, finde ich. Also wenn man dann wirklich zu Hause ist und man singt so vor sich hin und keiner applaudiert, das tut weh. Ja. Aber es singst du denn eigene Lieder zu Hause? Nee, von dir welche? Nein. Nein, zum Üben vielleicht. Natürlich nee, aber es ist schon, du hast recht, man ist in so einer Routine drin und du hast für alles mittlerweile Leute. Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man alles selber mal gemacht hat. Und ja. Ich meine, du weißt selber, was auch viel unterwegs. Man muss selber mal die Kabel aufgerollt haben, selber den Bus gefahren haben. Ja, bei uns müssen wir es, weil halt wirklich niemand da ist, der es gemacht hätte. Ja. Ja, das ist halt nicht, weil ich mich so praktisch so hinabsteige, sondern Marc und ich haben also viel ein- und ausgeräumt, ne, Marc? Ja, war so. Wenn einer nicht mitgemacht hatte, war der nach 3 Tagen, hatte der auch soziale Probleme. Das Schlimmste ist, wenn du dann noch einen Schlagzeuger hast, der keinen Führerschein hat. Ja. Dann musst du den immer abholen und dann musst du den auch wieder zurückbringen. Und dann sagt er, nee, ich lade schon alleine aus. Aber dann hast du so ein Mitleid, da müssen alle mit anpacken und kommen eine Stunde später nach Hause. Das ist furchtbar. Und teilweise müssen alle zusammenkommen. So ähnlich war das übrigens auch bei eurem letzten Musikvideodreh, habe ich gehört. Da hattet ihr einen großen Musikvideodreh geplant, so wie man sich das vorstellt. Es kam dann anders. Genau, die Bilder, die wir gerade gesehen haben. Es sollte eigentlich ein richtig fancy Musikvideo in Südafrika werden. Sehr atmosphärisch, viel Tiefe, viel Weite, Strand und Sonne. Dann kam Magen-Darm. Ja. Also wir hatten uns dann so ein Haus gemietet mit dem ganzen Team. Und auf dem Weg dorthin merkte ich so, irgendwas ist unterwegs. Ja. Irgendwas kommt. Und da mussten wir aber noch diese Übergabe machen für dieses wahnsinnige Haus, dieses fancy Haus. Mhm. Einer sehr mondänen, älteren Dame, die uns erst an ihren Ferraris vorbeiführte. Aha. Dann hat sie noch ellenlang dieses Haus erklärt. Und ich war wirklich kurz davor. Da so auf den Marmorboden zu kotzen. Dann hat sie den letzten Satz, sie erinnerte mich an den letzten Satz, da sagte sie, this room has no TV,
but it doesn't need a TV, because look at this view. Und genau in diesem Moment dachte ich, sorry, ich bin rausgerannt und hab das ganze Klo vollgekotzt in diesem feinen Haus. Also es war wirklich, und dann haben wir festgestellt, wir können dieses Video nicht drehen, weil auch alle aus dem Team krank wurden. Und dann haben wir gesagt, okay, alle die Handys raus, wir suchen jetzt alles, was wir in den letzten Wochen so an Schrott drauf haben, schnibbeln das zusammen und go for it. Aber sehr gut. Ja, manchmal entstehen ja so eigentlich die schönsten Sachen. Ne? Also klar, ist es auch immer toll, wenn irgendwas so klappt, wie man sich's vorgestellt hat. Aber wie sagt man, getting lost is part of the journey. Also manchmal ist es ganz schön, dann so auf einem Roadtrip die berühmte Autopanne zu haben, um dann zu sagen, das ist eigentlich das, wo wir uns am liebsten dran erinnern. Ist das so ein bisschen dein persönlichstes, schönstes Video? Kannst du das sagen? Ich würde fast sagen, dass das die persönlichsten Einblicke sind, weil wir, wie ich dann auch gesagt habe, komm, wenn wir es machen mit dem Zusammenschnitt, mit den Bildern, dann alles rein. Ihr habt gerade die Ausschnitte gesehen, da sind ja noch die ganzen anderen Vögel von Sing Mein Song mit dabei, Clouseau und Nico Santos und so. Die habe ich erst nach der Veröffentlichung gefragt, ob ich das posten darf. Das war ja, aber das sind ja, du hast ja gerade die jetzt aufgezählt, das sind ja eher die, die einem nicht so einen Stress machen und die irgendwie nett und normal sind. Das ist ja auch wichtig, ne? Gerade bei Sing Mein Song, wenn man da so viel zusammenhängt und so. Dass man, wenn man da so, ich sag mal, so ein bisschen auffällige persönlichkeitsmäßig dabei hat, dann nervt das auch schon mal, oder? Wer war auffällig? Ich finde, eine auffällige Person ist immer gut. Also die wer war's? Kann ich ja hier sagen. Ja. Positiv auffällig, Ali Neumann. Ali Neumann, ja gut, Ali Neumann hat natürlich alle Regler hochgefahren. Ne? Das ist klar, also, das ist wirklich, das ist eine Künstlerin, die ist wirklich einmalig. Ja. Ich habe selten so viel gelacht über jemanden wie über die Person. Aber die hat echt auch, die weiß, was sie will. Das ist der Wahnsinn. Das ist gut, ja, tatsächlich. Also genau, die hat eine positive Energie und irgendwie auch ist so ein Motor, genau, war auch schon bei Jürgen Klaas gegen ProSieben und hat da echt wirklich eine Viertelstunde durchgeschrien. Ja, sehr gut, finde ich so. Das freue ich mich auch mal. Sag mal, also die Plan A-Tour, die ist es ja, ne? Letztendlich geht die denn jetzt noch weiter? Also gibt es noch irgendwie im Herbst dann neue Konzerte? Nee, wir machen Open Airs, wie was so ist. Wir spielen im Sommer noch auf ziemlich vielen Wiesen. Ja. Das ist irgendwie immer das Schönste, wenn man so die zweite Rutsche, sag ich mal, in die Provinz fährt, weil ich selber komme ja auch vom kleinen Dorf. Und ja, du hast ja auch so im Stadtfest, seid ihr entdeckt worden. Ich fühl das richtig, weil ich erinnere mich dran, bei uns kam nie jemand vorbei. Also da, wo ich herkomme, am Niederrhein. Hm. Ich glaube, das Höchste war die Kelly Family, die mal Halt gemacht hat. Ja. Da waren wir so aufgeregt. Ja. Da waren wir so aufgeregt. Ich habe noch damals Paddy Kelly durch den Zaun die Hand gegeben. Ja. Das war mein absolutes Highlight bei uns. Ja.